Erstmal, ich freue mich auf jedes Spiel und das ist, glaube ich, auch das, was wir als Mannschaft, als Team, als Verein auch verkörpern, dass wir jedes Spiel genau so seriös angehen, aber dass wir auch Spaß haben, uns gegen auch die Gegner in der Bundesliga messen zu wollen. Und so ist es auch bei mir. Also wir wollen natürlich morgen wie in jedem Spiel auch, wir wollen morgen natürlich auch 3 Punkte holen und dass das natürlich, wenn wir gewinnen, dass es, ich sag mal, dann zur Folge hat, dass wir Meister sind, ist umso schöner, aber darüber mache ich mir jetzt im Moment noch keine Gedanken. Und ist definitiv so, weil ich bin damit bis jetzt ganz gut gefahren und da werde ich auch so das beibehalten. Aber das heißt, auch an Feierlichkeiten danach, was erlaubt wäre, das haben Sie noch für sich wenigstens privat schon mal Nein, durchgespielt oder sagen Sie? nein, null. Also ich habe da, das macht unsere Teammanagerin, die Kathleen Krüger. Die wird genau sagen, okay, das dürfte da nicht. Aber da ist bis dahin ist noch wirklich 90 Minuten zu spielen und das müssen wir erstmal schaffen. Das ist unser großes Ziel und dementsprechend gehen wir das auch so an. Zu den Regeln gehört diesmal, dass es keine Weißbierduschen geben wird. Bist du da als Trainer auch ein bisschen froh darüber, dass es die nicht geben wird? Ich glaube, ja, wäre ich schon froh, wenn es die nicht gäbe. Absolut, ja.